Bis zu meinem 37. Lebensjahr stand ich der Religion skeptisch gegenüber und hielt sie für nichts weiter als eine von einigen Menschen erfundene Lüge. Ich war der Meinung, dass Himmel und Hölle nur erfunden sind. Ich hielt sie alle für verrückt und war stolz auf meinen gesunden Menschenverstand. Manche Menschen haben so viel Angst vor dem Tod, dass sie sich einbilden, nach dem Tod in den Himmel zu kommen, was wohl ein Weg ist, geistigen Trost zu finden. Als ich einmal mit einem Freund über religiöse Überzeugungen sprach, gerieten wir in einen Konflikt. In diesem Gespräch habe ich meine Ansichten offen dargelegt. Mein Freund war ein gläubiger Mensch. Er hatte eine positive Einstellung zur Religion und glaubte, dass sie ihm in seinem Leben Orientierung und Sinn gab. Möglicherweise habe ich mit meinen Äußerungen seine Überzeugungen nicht vollständig respektiert. Dadurch fühlte er sich herausgefordert und beleidigt. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden unsere Emotionen aufgewühlt und wir begannen, uns zu streiten. Dies führte zu einer Vertiefung des Konflikts zwischen uns. Als ich 37 Jahre alt war, erlebte ich etwas, das meine Sicht auf die Religion völlig veränderte. Mein Vater, der im Alter von 68 Jahren starb, war ein sehr guter Vater und ein kompetenter Ehemann. Wie ich stand er der Religion skeptisch gegenüber? Während der Zeit, in der mein Vater an Magenkrebs erkrankte, war unsere Familie großen psychischen Belastungen ausgesetzt. Er durchlebte die Schmerzen der Krankheit, aber er versuchte immer, optimistisch und stark zu bleiben. Ich bewunderte seine Einstellung zu seiner Krankheit. Er beugte sich nicht dem Schmerz, sondern stellte sich jedem Tag mit Beharrlichkeit. In den Tagen vor seinem Tod hatte ich viele wertvolle Gespräche mit meinem Vater. Er sagte mir, ich solle jeden Augenblick meines Lebens genießen und mir keine Gedanken über das Bedauern der Vergangenheit oder die Ungewissheit der Zukunft machen. In meinen letzten Momenten saß ich an seinem Bett und hielt seine Hand. Ich kann nicht in Worte fassen, wie traurig und bestürzt ich in diesem Moment war. Eines Nachmittags, 3 Monate nach dem Tod meines Vaters, lag ich zu dieser Zeit im Bett. Ich war gerade in einen tiefen Schlaf gefallen, als ich plötzlich das Gefühl hatte, an einem anderen geheimnisvollen Ort zu sein. Rauch erfüllte die Umgebung und machte es mir unmöglich, etwas zu sehen. Dieser Ort schien sich völlig von der realen Welt zu unterscheiden. Und ich hatte weder eine Ahnung, wo ich war, noch konnte ich die Richtung erkennen. Meine Stimmung wurde immer angespannter. Nach einer Weile begann sich der Rauch allmählich zu verziehen. Während sich der Nebel auflöste, sah ich einen jungen Mann aus dem Nebel treten. Ich fühlte ein gewisses Unbehagen in meinem Herzen über sein Aussehen. Ich war mir nicht sicher, ob er ein guter oder ein böser Kerl war. Als ich das Gesicht des jungen Mannes sah, klappte mein Mund vor Überraschung weit auf, denn es handelte sich bei dieser Person um meinen Vater. Ich konnte nicht glauben, was vor mir geschah. Er war keine Geistererscheinung, sondern ein vollständiger Körper. Ich wusste nicht, was vor sich ging, aber ich war mir sicher, dass es mein Vater war. Ich war mir seiner Identität sogar noch sicherer, als ich seine Hände bemerkte. An den Händen befanden sich deutliche Narben, die von einer früheren Operation stammten. Er stand still da, sprach nicht und beobachtete mich einfach. Mein Vater sah jetzt sehr gesund aus, ganz anders als in dem Zustand, in dem er war, bevor er starb. Bevor er starb, waren seine Haare grau geworden und er konnte sich nicht mehr gut bewegen. Aufgrund der Auswirkungen des Krebses sah er eher wie ein 80-jähriger Mann aus. Jetzt aber sieht er aus wie ein 30-jähriger junger Mann. Mein Vater trug ein weißes Hemd und eine graue Hose. In dieser wunderbaren Umgebung brauchten wir nicht zu sprechen. Die Kommunikation fand auf eine Weise statt, die über Worte hinausging, einfach und direkt.
Ich spürte eine geistige Verbindung zwischen uns und konnte den anderen genau verstehen. Durch diese Art der Kommunikation fühlte ich mich ihm sehr nahe. Ich konnte nicht umhin, meinen Vater neugierig zu fragen, wie fühlt es sich an, zu sterben? Er antwortete mit einer ganzen Reihe von Worten, die ich kaum verstehen konnte. Was ich verstand, war, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein neuer Anfang. Der Tod ist die Befreiung und Transzendenz der Seele. Ich begann, ein tieferes Verständnis von Leben und Tod zu bekommen. Neugierig geworden, fragte ich meinen Vater, was dieser Ort sei. Mein Vater erklärte mir, dass dies ein Übergangsbereich sei, ein besonderer Raum, der verschiedene Welten verbinde. Er sagte mir, dass seine Seele, nachdem er die reale Welt verlassen hatte, in diesen besonderen Übergangsbereich kam. Dieser Ort gehörte zu keiner bestimmten Welt, sondern war ein Bereich zwischen Leben und Tod. Hier sind Zeit und Raum nicht begrenzt. Diese Erklärung schockierte mich. Ich hatte noch nie von einem solchen Übergangsbereich gehört. Als mein Vater mir sagte, ich solle nach links schauen, hatte sich der Nebel aufgelöst. Vor meinen Augen entfaltete sich ein wunderschönes Dorf, wie ein Märchenland. Dieses Dorf war umgeben von Blumen in allen Farben und Obstbäumen mit reifen Früchten aller Artikel. Die Häuser befanden sich zwischen den Tälern. Die Häuser sahen einfach und warm aus. Das ganze Dorf strahlte eine friedliche Atmosphäre aus, in der ich mich sehr wohl fühlte. Ich bemerkte, dass es auf dem Hügel auch einen riesigen Wasserfall gab. Ich sah einen Mann, der sich uns näherte. Er hatte braunes Haar und trug ein weißes Gewand. Er schwebte in der Luft und bewegte sich sehr schnell. Als er sich näherte, spürte ich eine warme Energie. Er umarmte mich. In diesem Moment war ich von intensiver Liebe umgeben, einer Liebe, die so stark war, dass ich sie fast nicht ertragen konnte. Ich fühlte mich wie ein Luftballon, der kurz vor dem Platzen war, voller Freude und Schock. Ich spürte zutiefst, dass dies real war und kein Traum. Seine Umarmung gab mir ein Gefühl von Wärme und Fürsorge, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Keine Worte können dieses Gefühl beschreiben. Allmählich beruhigte ich meine innere Aufregung und versuchte, mich zu beruhigen. Ich wollte mich mit diesem Mann verbinden. Wollte mehr über die Geheimnisse des Lebens erfahren. Er kommunizierte mit mir durch Telepathie. Er zeigte mir eine Reihe von Bildern, die die Vielfalt des Lebens und die Weite des Universums zeigten. Ich fühlte mich, als wäre ich durch Zeit und Raum gereist und hätte den Werdegang unzähliger Leben miterlebt. Ein Bild erregte meine besondere Aufmerksamkeit, nämlich das der Fürsorge Gottes für die Menschheit. Ich sah unzählige Szenen, in denen Gott die Hand ausstreckte und das menschliche Leben mit seinem Finger leicht berührte. In diesen Szenen lachten einige Menschen und andere trauerten. Gott warf in jeder Szene einen besorgten Blick auf sie. Ich sah, dass Gott in diesen schwierigen Momenten immer still zuzusehen schien. Egal, ob man sich durch Schmerzen quält oder in Momenten der Freude Glück empfindet, Gott scheint nie von der Seite der Menschen zu weichen. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass es Gott gibt, aber er ist tatsächlich auf dem Lebensweg eines jeden Menschen präsent. Neben seiner Fürsorge für die Menschen habe ich auch Gottes Fürsorge für die Tiere gesehen. In einem anderen Bild sah ich eine Vision von Tieren, die im Himmel leben. Sie liefen auf einer großen Wiese. Eine solche Szene ließ mich verstehen, dass der Himmel nicht nur ein Zuhause für Menschen ist, sondern auch ein Zufluchtsort für alle Lebewesen, und dass Gott sich selbstlos um alle Lebewesen kümmert. In diesem Austausch erkannte ich Gottes Weisheit. Ich spürte, dass Gottes Liebe überall ist, sowohl im menschlichen Leben als auch in der Welt der Tiere. Seine Liebe ist selbstlos.
Schließlich sagte der Mann zu mir, du musst jetzt zurückgehen. Ich verstand, dass ich in die reale Welt zurückkehren musste, um meine Reise durch das Leben fortzusetzen. Ich verabschiedete mich von ihm und meinem Vater. Unter ihren wachsamen Augen spürte ich unendliche Liebe und Fürsorge, ein Gefühl, das mich mit Mut und Kraft erfüllte. Ich sagte ihnen, dass ich diese wertvolle Erfahrung immer in Ehren halten und ihnen dafür danken werde, dass sie mir Vertrauen und Inspiration gegeben haben. Im Moment des Abschieds spürte ich einen Strom von Gefühlen, der über Worte hinausging. Unsere Seelen vermischten sich und wir segneten uns gegenseitig von Herzen. Langsam verließ ich diesen Ort und kehrte in die reale Welt zurück. Ich bin Gott dankbar, dass er mir eine so erstaunliche Erfahrung geschenkt hat. 3 Tage später kam meine Schwester zu mir nach Hause. Ich erzählte ihr, dass ich einen Traum über meinen Vater hatte. Bevor ich zu Ende sprechen konnte, unterbrach mich meine Schwester mit einem überraschten Gesichtsausdruck und sagte, dass sie auch einen Traum über ihren Vater hatte. Ich konnte nicht umhin, meine Schwester zu fragen, was hatte mein Vater an? Meine Schwester antwortete, dass er ein lockeres weißes Hemd und eine alte graue Hose trug. Vater war in einem sehr energiegeladenen Zustand, genau wie in seiner Jugend. Als ich die Antwort meiner Schwester hörte, war ich so aufgeregt, dass ich Tränen vergoss. Denn der Traum, den sie beschrieb, war fast genau derselbe wie der, den ich hatte. Der einzige Unterschied war, dass ich den Traum einen Tag früher hatte als sie. Ich war ungläubig, ein solcher Zufall war einfach unglaublich. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, die Wahrheit des Ganzen zu erklären, sind wir beide davon überzeugt, dass es sich nicht um einen Zufall handelt. Erlebnisse wie dieses bestärken uns in dem Glauben, dass es im Leben unendlich viele Geheimnisse geben kann. Vielleicht haben wir eine besondere Verbindung zur Seele unseres Vaters, die über die Grenzen von Zeit und Raum hinausgeht. Diese wunderbare Erfahrung hat mich dazu gebracht, meine bisherigen Wahrnehmungen zu hinterfragen. Es ist so real. Ich glaube, die Zeit wird mir die Antwort geben. Meine Mutter ist seit dem Tod meines Vaters sehr traurig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr von meiner Erfahrung erzählen soll. Ich verstehe, dass dieses Thema ihren inneren Kummer berühren könnte. Nachdem ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, habe ich beschlossen, meiner Mutter davon zu erzählen. Zuerst glaubte sie mir nicht, was ich erlebt hatte. Ich erzählte meiner Mutter mit Nachdruck, dass ich auch die Katze gesehen hatte, die ich früher hatte. Diese Katze war ein Geschenk meiner Mutter zu meinem 8. Geburtstag. Ich liebte sie sehr und wir hatten eine tiefe Bindung. Als ich im Himmel war, sah ich diese Katze, die ein sehr glückliches Leben führte. Wenn mich jemand fragt, kommen Tiere in den Himmel, wenn sie sterben? Dann muss ich ehrlich antworten, ja. Ich glaube fest daran, dass der Himmel nicht nur ein Ort für Menschen ist, sondern ein Zuhause für alle Tiere. Aber als ich mehr Details über meinen Vater erzählte, war sie überrascht und schockiert. Tränen flossen aus den Augen meiner Mutter, als ihre Gefühle komplex und emotional wurden. Dies ist meine Geschichte. Nach dieser Erfahrung hatte ich eine völlig andere Sicht auf die Religion. Für mich ist der Himmel kein Hirngespinst mehr, sondern eine reale und schöne Existenz. Er ist unsere ewige Heimat, der Ort, an den unsere Seelen gehören. Angesichts der Skepsis vieler Menschen war mir das egal. Diese besondere Erfahrung mag für andere schwer zu verstehen und zu akzeptieren sein. Aber ich glaube, dass Gott überall um uns herum ist und dass er jeden einzelnen von uns bedingungslos liebt, auch alle Tiere. Mein Vater ist nicht für immer von uns gegangen, sondern hat auf irgendeine Weise eine besondere Verbindung. Ich glaube,
dass ich in naher Zukunft wieder mit ihm vereint sein werde, und es wird ein ewiges Wiedersehen sein. Ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte ein Gefühl der Hoffnung und des Glaubens vermitteln kann, dass der Himmel real ist, ganz gleich, welche Veränderungen das Leben durchläuft.